Und einen wunderschönen guten Morgen und damit auch mal wieder recht herzlich willkommen zurück zu einem neuen Minecraft-Video. Heute machen wir mal wieder ein kleines Let's Transform oder vielleicht auch nicht ganz so klein, denn wir bauen die Woodland Mansions in Minecraft um. Und ich zeige euch heute, wie man sowas in sowas verwandeln kann. Bleibt dran! So, hier sind wir auch schon in der Timelapse angekommen oder zumindest in dieser wunderschönen, coolen Kamerafahrt, die ich da für euch inszeniert habe. Oder eigentlich habe ich sie noch nicht inszeniert, ich spreche das gerade im Vorhinein. Aber ja, tut jetzt nichts zur Sache. Und zwar nehmen wir uns heute die Woodland Mansions in Minecraft vor, habe ich ja schon im Intro gesagt. Und ja, das Ding bei den Dingern ist erstmal, die sind A, schwierig zu finden und B, sind die Dinger verdammt groß. Also ich habe gedacht, ja, machst du mal schnell ein Let's Transform und dann habe ich gesehen, wie groß das Ding ist. Aber naja. Das Problem ist, wenn man sowas umbauen will, dass es schön aussieht. Ich meine, es sieht an sich schon nicht sehr hässlich aus. Allerdings gibt es viele sich wiederholende Patterns und die sehen halt nicht so schön aus. Aber der Punkt ist halt, wenn man sowas umbauen will, muss man sich erstmal einen Plan machen. Bedeutet, man fängt erstmal an, separiert das Ganze so ein bisschen von der Umwelt, dass man schön bauen kann, was ich hier mal schnell getan habe. Und dann fängt man an und ich habe mir dafür jetzt Cobblestone geschnappt und habe erstmal so grobe Outlines gemacht, wo ich was hinbauen will. Zum Teil habe ich mir dann überlegt, okay, hier, das will ich weg haben, weil so viel will ich nicht bauen, weil ich wollte ja auch irgendwann damit fertig werden, ne? Dann habe ich mir überlegt, wir können das ja eigentlich noch ein Stockwerk höher machen, das würde doch bestimmt ganz cool aussehen, wenn wir da noch so ein Türmchen drauf hätten. Und dann machen wir hier einen Erker hin und dann könnte man da einen Balkon hin machen. So Sachen muss man sich halt im Vorhinein überlegen. Das braucht Zeit, keine Frage, da fliegt man dann halt mal 10 Minuten um das Gebäude rum und macht sich so einen Plan im Kopf. Und dann baut man hier Cobblestone hin und da Cobblestone hin. Ja, das ist halt so das Erste, was ich euch raten kann, wenn man sowas umbaut. Und dann geht es im Prinzip auch schon los. Ich habe dann im ersten Stock vorne angefangen und habe erstmal den Eingang gebaut. Dafür habe ich lange gebraucht, denn das ist jetzt erstmal so der wichtigste Schritt, denn darauf baut jetzt alles auf. Man überlegt sich erstmal so ein Design an einer Fassade. Okay, wie könnte das Ganze aussehen? Wie kann ich das weiterbauen, dass das cool aussieht? Deswegen muss das auch sitzen. Ich habe da viel hingebaut und viel wieder abgerissen. Aber es war auch ganz gut so, weil im Endeffekt bin ich dann auf ein Design, was ihr hier seht, gekommen, was meiner Meinung nach ganz cool aussieht. Die Dächer über den Fenstern sind meiner Meinung nach noch ein bisschen zu over the top, aber ich fand sie jetzt okay für die Woodland Mansion, weil ich meine, es ist ja eine große Villa und dann kann man da schon mal was Großes hinbauen. Ja, und so geht das Ganze dann im Prinzip weiter. Ihr baut das Ganze jetzt einmal um das Gebäude drumherum. Und ja, dann habe ich mir halt noch überlegt, das Dach sieht einfach mega, mega scheiße aus. Komm, dann machst du mal was anderes hin. Dazu habe ich mir dann Lehm genommen, weil Lehm einfach unglaublich geil aussieht in Minecraft. Ich weiß nicht, wie man den nicht feiern kann. Und habe da halt mit ein neues Dach gebaut. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo ihr jetzt so in der Timelapse seid, weil ich bin da so ein bisschen unsporadisch. Ich habe mir jetzt gar keinen Plan gemacht, wo ich hier was erkläre. Aber ja, das Ding hat es auf jeden Fall richtig, richtig in sich. Es gibt überall viele kleine Baufehler und so. Und es ist teilweise echt gar nicht so einfach. Aber wie gesagt, das, was ich euch raten kann, überlegt euch einfach Designs für jede Etage. Und dann ist das Ding ja auch irgendwie symmetrisch aufgebaut. Bedeutet, man kann einfach mit World Edit Copy and Paste, dann ein bisschen rotieren und da an die Seite klatschen, da Copy and Paste. Es geht eigentlich schon. Ja, wie gesagt, für den Balkon habe ich mir dann noch überlegt, komm, da kannst du ja nochmal sowas Cooles machen, so auf dem Dach, so einen kleinen Balkon und hier baust du nochmal ein bisschen was anderes, hier machst du noch ein anderes Design und ja, im Endeffekt habe ich mir dann überlegt, baue ich oben noch einen kleinen Turm oben drauf, der ist richtig, richtig cool geworden, meiner Meinung nach, da habe ich das Dach auch geändert, also vorher habe ich ja so ein abgerundetes Dach gemacht und dann habe ich halt so ein S-förmiges Dach gemacht, ich weiß nicht, ob man das jetzt in dem Video so perfekt erkennt, aber ich finde, das sieht einfach richtig, richtig cool aus, kann man definitiv mal so machen. Das ist jetzt natürlich für die Leute, die sich fragen, oh mein Gott, ich dachte, du zeigst genau, wie man das baut. Nein, so ein Tutorial ist das nicht. Aber ich versuche euch einfach so ein paar Tipps zu geben. Guckt euch das Ganze an. Enjoyt die Timelapse. No, ihr wisst Bescheid. Ja, wie gesagt, wenn ihr dann erstmal so euer Building-Style-Ding gefunden habt, womit ihr das Ganze bauen wollt, dann ist es im Prinzip nur noch repetitive Arbeit. Ihr müsst das Ganze einmal komplett um das Gebäude drumherum bauen. Es wird ein paar knifflige Stellen geben, hier und da kann man noch ein paar Besonderheiten einfügen, so dass man zum Beispiel ein paar Dekos macht mit dem grünen Lehm hinter der Wand. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo gesehen hat. Mit Sicherheit. Ich schneide das irgendwo rein. Ja, und dann macht ihr einfach dieses Muster, was ihr an einer Seite vorgebaut habt, also dieses eine Teil oder dieses eine Stückchen, das baut ihr dann einfach um die ganze Villa drumherum, ändert natürlich hier und da mal was ab, weil sonst sieht es ja auch wieder nur gleich aus, ist ganz wichtig, immer ein bisschen was abändern, hier ein paar Besonderheiten hinzufügen, da noch so ein kleines Schmeckerwöhlerchen, ne, und dann wird das Ganze. Und wenn ihr das dann fertig gemacht habt, dann kommt im Prinzip der letzte Schritt,
den ihr hier seht, und zwar die Gegend so ein bisschen anzupassen. Ich habe das jetzt nicht komplett drumherum gemacht, weil meine Zeit einfach viel zu knapp ist und ich jetzt schon, ich glaube, 7 oder 8 Stunden dran saß und ja, ich war in Urlaub und eigentlich wollte ich vorproduzieren, aber naja. Wie gesagt, der Punkt ist auf jeden Fall, legt ein paar Flüsse an, baut ein paar Bäume hin, macht ein bisschen was hier mit Gravel, da mit Cursed Dirt oder so. Lasst die Gegend einfach schön aussehen, gebt euch da ein bisschen Mühe und holt euch da vor allen Dingen auch Inspiration im Internet. Da gibt es mega, mega coole Ideen oder halt hier zum Beispiel auch bei dem Video, wie man so Sachen gestalten kann. Ist jetzt natürlich nicht die aufwendigste Gartengestaltung, aber wie gesagt, wichtig ist, dass ihr das Ganze auch in die Gegend eingliedert. Vielleicht lasst ihr hier mal ein bisschen Laub von dem Gebäude runterwachsen, vielleicht hängt ihr hier mal ein bisschen Licht dran oder baut hier mal ein paar Pilze rein. Sowas kann man alles machen, habe ich jetzt nicht gemacht, aber nur so als Anregung, ne? Vielleicht gefällt es euch ja. Ja, und dann wären wir im Prinzip damit auch schon fertig. Hier jetzt noch eine coole Kamerafahrt, wie das im Endeffekt aussieht. Und ja, dann würde ich sagen, war es das von diesem kleinen Tutorial, kann man nicht sagen. Let's Transform würde ich es eher nennen und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr sagt, das war cool, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da würde ich mich sehr drüber freuen. Wenn du neu dazugekommen bist, dann schau auch gerne auf meinem Kanal vorbei, da gibt es noch viele coole andere Tutorials und Let's Plays und ach, es gibt eigentlich alles auf meinem Kanal, da ist für jeden was dabei. Kannst auf jeden Fall mal vorbeigucken und ja, dann würde ich sagen, sehen wir beide uns beim nächsten Mal wieder. Leute, bis dahin, baut fleißig weiter, spielt fleißig weiter. Ciao und haut rein.